Und herzlich willkommen zum finalen Part von Star Fox Adventures. Ja, genau. So, jetzt erstmal den Geist freigeben, Videosequenz und gegen den Endboss kämpfen. Ab jetzt. To this day, to see you again, Fox McCloud. Andross! And now, to destroy the Lylat system! I've got to stop it! Yeah, Andross is the Endboss! Hey lol, hat sich voll gereimt. Andross is the Endboss. So, oh lol. Ah, nicht Tastatur, sondern lol. War das nicht kaputt? Ja. Irgendwie fail mit meinem Controller. Irgendwie stimmt da was nicht mit der R-Taste. Die hängt. Das kann ich jetzt gut gebrauchen bei so einem Shooter-Game. Also Shooter-Szene. So, geh kaputt, du Scheißhand. Ja, Andross war bis jetzt schon immer der Endboss für Fox gewesen. Also, alle Star Fox Zocker, also Star Fox Zocker, ja genau, Star Fox Zocker, wissen, dass Andross der Endboss ist. Das ist halt so. Ist Standard. Lol. Jetzt muss ich mich schon etwas konzentrieren, denn ich brauche etwas Leben. Sonst packe ich das nicht. Lol. Die Augen sind kaputt. Irgendwie leckt das. Ihr seht das, gell? Dass es bei mir leckt. Total. Hä? LOL! Ich verstehe. LOL? Ich häng schief? Okay, ihr merkt selbst, das ist der beste Bossfight, den man hat. Daumen hoch erstmal für die Lex. Und ich besiege ihn auch bei den Lex. Schande über dich. Schande. Ja, hier treffen wir auch noch hier. Spoiler, scheiße. Hier treffen wir noch jemanden. Fertig. Punkt. Ihr wisst nicht wer. Okay, aber... Oh, Jesus Christus. Hoffentlich schluckt er mich jetzt nicht. Danke. Danke, dass er genetisch ist. Oh, Mann.
Oh Mann! Ah, verdammt, leckt das! Warum leckt der Kampf gegen Andross? Die ganze Zeit hat es noch nie geleckt beim Bossfight. Das macht es noch anspruchsvoller. Okay, jetzt können wir gar nichts mehr machen. Jetzt sterben wir. Jetzt sterben wir. Nee, voll in die Fresse, Mann! Ja! Danke, Falco. Ja, Falco hat uns gerettet in der letzten Sekunde. Oh Mann, war das kritisch. So, okay, der Endboss gegen ihn, also der Endboss ist keine große Herausforderung. Ist total einfach. Oh, verdammt. Ah, Mann, wenn der nicht diese scheiß Flieger macht. Oh Mann. Oh, das brauchen wir. Oh, die Bombe. So, jetzt will der uns einsaugen. Jetzt voll in die Fresse, Mann. Und das Scheißhirn abschießen. Scheiß drauf, ob der einen erwischt. Ich will das Scheißhirn kaputt machen. Ja. Wir brauchen 3 Versuche, also 3-mal muss man das machen. Tut das weh. Ja. Oh, verdammt. Man darf nicht hier sterben. Wenn man hier stirbt, dann hilft auch kein Bunnyhase. Meine ich. Ja. Kein Bunnyhase hilft. Lol. Verdammt. Verdammt. So, ich muss mich schon etwas konzentrieren, weil es hier leckt. Ihr habt es gesehen. Manchmal ist mein Flugzeug irgendwie schepp. Oh Mann. Ey. So. Okay, das schaffen wir noch. Okay, nächste Aktion, dann haben wir es gepackt. Dann haben wir es gepackt. Andross ist kein starker Gegner. War noch nie gewesen bei Star Fox Spielen. Dass Andross total low ist, das wissen viele. Oder weiß eigentlich jeder. So, danke Falco für die letzte Bombe. Und das war's dann auch für Andross. Dann bist du Geschichte nämlich. Ab jetzt. In die Fresse und nur auf das Hirn achten. Nur auf das Hirn achten und tschüss. Defeated once again. You all did a great job. General Pepper here. Good work, Star Fox team. I received a message from the King and Queen Earthwalker thanking you for saving their world. Oh, and Tricky says hi. I was, however, very surprised to hear that Andross was still alive. Not as much as we were. It seems that Andross discovered the ancient power of the Krizoa, and by trapping Crystal, who had the ability to channel this power, he was able to use this energy to revive himself. At least this time we'll see the last of him. I'm transferring your fee as we speak. Pepper out. Woohoo! Yeah! We
can finally repair the ship! And I really need some oil. These joints are not what they used to be. And I can't wait to get back with the Star Fox team. Hey guys, you don't mind if I hang with you again, do ya? Sure, Falco. It's great to have you back. The Star Fox team is back together again! Oh, Fox! I almost forgot! I received this message from Crystal. Hi, Fox. I really appreciate what you did for me. I'm just so sorry we didn't get much of a chance to talk. I'm left with just one more thing to do. And that's to say thank you. Well, okay. I mean, sure, no problem. You're not shy, are you, Fox? My sensors indicate Fox's temperature is rising. Are you okay, Fox? I'm gonna be just fine. Das ist das Ende. Jetzt kommen die Credits. Da ist der Abspann. Mein Gott, ich kann nur raten hier, das Spiel ist wirklich top. Wer Adventures Games mag, muss das spielen. Ist wirklich gut. Ist zwar leicht, wirklich easy das Game, das zu zocken. Also wer jetzt sagt, oh, ist viel zu einfach und so. Ja, der braucht sich nicht kaufen von mir aus, aber ich sag euch, die Story und alles ist wirklich top. Es ist ein geiles Spiel. Macht wirklich Fun. Auch wenn es voll leicht ist. Also zu leicht ist. Aber trotzdem macht es Fun zu spielen. Ist wirklich schön, das Spiel. Ja, okay. Star Fox Adventures ist durch. Ja, mein zweites Let's Play. Wow. Was kann ich sagen? Ja, die Credits laufen jetzt. Epische Musik. Jetzt nach dem Part lade ich hier die scheiß Spezialpart hoch. Von Star Fox Adventures mit den Cheat Tokens, wo man die abgibt. Ja. Ich würde dann sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder bei Resident Evil 6. Also sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.